Folge 233 von Simotrans. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön. Und wir müssten mal schauen, wo der Rest jetzt war, den wir hier hatten. Ne? Das war unten irgendwo stand noch ein Zug, der keinen Weg mehr findet. Das war, glaube ich, hier. Ne? Also der findet keinen Weg. Riedenburg, Raiffeisen. Das war der Bahnhof. Wo hapert es bei dem denn jetzt dran, bitteschön? Der soll zum Verpackungshersteller. Linie. Zwei Dieselloks und die haben wir für das gemacht. Alles klar. Dann Hardex, ein Chemiewerk, Betriebshof hat der Altenau, Stahlwerk. Wo ist denn das? Das ist da. Da sollten wir mal gucken, dass wir hier... Ne, das ist ja komplett elektrifiziert. Das passt schon. Und Riedenburg... das ist Raffineriebetriebshof und Flotte Verpackungshersteller. Aha, da fehlt's an Oberleitung dann. Dann müssen wir da Oberleitung machen, dass er den Weg da wieder hinfindet, ne? So, da. Und das war hier. Das bedeutet, wir machen das mal so. Das brauchen wir, glaube ich, nicht machen. Das passt schon mal. Machen wir da lang. Ich glaube, das ist so gut. Und hier vielleicht noch ein Stück fehlt. So, und dann ist er hier. Und da. Und nach da. Und nach da. Passt. Und von da nach da. Und ich glaube, dann haben wir schon den Strom komplett. Der müsste jetzt fahren, oder? Der kommt doch von hier, ne? Oder wo ist das? Ah, da geht die Tour los. Alles klar, hat das geklappt. Er findet wieder eine Route. So. Jetzt gucken wir mal gerade rein, was fährt der überhaupt? Ach, der fährt ja nix. Flotte Verpackungshersteller 1. So, jetzt müssen wir mal zum Chemiewerk hier hin und gucken, was da unsere Lieferung macht. Weil hier ist ja auch Sabbat, ne? Ach, guck mal, 1360 Farben. Achso, nee, die liegen am Bahnhof, die fährt noch keiner. Ja, da müssen wir noch rausfinden, wer die fährt, ne? Stück gut geladen. So, jetzt müssen wir hier den Bahnhof, ne, den haben wir schon offen. Connections. Chemiewerk. Sind wir hier. So, Öle, Salze, ist klar. Und jetzt haben wir den Stahl und Schüttgut Altenau, Kohlemine, Altenau, Maschinenfabrik, Hardexen, Hardexen, Schüttgut Altenau, Altenau, Mineralöl, Riedenburg, Ölfeld, Altenau, Stahlwerk, Flotte Verpackungshersteller. Also es müsste ja eigentlich bis hierhin alles geliefert werden, oder? Und das ist ja hier Linie GZ3 Wagen. Ach ja, so ist das, ne? Wo steht denn der jetzt? Okay, da gibt es irgendwo einen Stau. Da ist auch noch ein Stau. Super. Das klappt also schon mal da nicht. Das bedeutet, wir machen mal noch einen Zug dahin. Also einen Zug nicht, sondern noch ein Signal hin, damit die Strecke da frei wird. Das kann dann mal weg. Wir verfolgen den mal gerade. Machen mal schneller.
Er ist jetzt da wunderbar hingefahren und hat Paletten Stückgut mitgenommen, Verpackungsmittel für die Geräte, Maschinenfabrik da. Fährt er jetzt ganz durch? Ich habe die Vermutung, dass der das mitnimmt. Farben für die Möbelfabrik, da haben wir sie drin. Passt also. Gut, dann ist das geklärt. Jetzt müssen wir noch die Möbelbude haben. Da. Und da sind noch keine Bretter angekommen. So, jetzt müssen wir zum Sägewerk und gucken, warum da die Bretter noch nicht transportiert worden sind. So, die sind hier hingeliefert worden, meines Erachtens, ne? Schüttgut, 62 Bretter für die Möbelfabrik. Die müssten eigentlich nach hier unten ja geliefert werden, ne? Und sollten eigentlich hier am Hafen schon sein, oder? So, Hafen. Das sind alles Passagiere. Da unten ist Post. So, und irgendwo müssen jetzt Bretter sein. Da sind sie. 1028. Gut, das bedeutet, da muss auch das Schiff unterwegs sein, oder? Ach, falsche Taste. Das Schiff ist aber nicht das Richtige. Dann muss er hier irgendwo herfahren. Da nicht, sondern das nächste war es, glaube ich, oder? Wo ist hier der Hafen? Da ist der Hafen. So, ist da schon was angekommen? Ja, da sind jetzt schon 1096 Bretter für die Möbelfabrik. Das heißt, irgendwelche LKWs sollten da eigentlich schon was hinbringen. Da ist es nicht. Also das Betonwerk, noch ein weiter. Und da wird nichts hingebracht, weil irgendwelche LKWs falsch laufen. Würde ich mal sagen, ne? Kann das sein, dass wir hier die LKWs falsch aufgestellt haben? Also die Bretter sind schon mal hier. LKW-Bretterfarben. Auf was wartet er jetzt? Der wartet jetzt auf Bretter. Ach, das hatte der Pumuckl, glaube ich, geschrieben, dass ich hier ein Problem mit dem Wagen habe, weil... Ja, jetzt erinnere ich mich schwach. Zwei Folgen vorher war das. Irgendwas ist hier nicht passend. Der braucht Haltlänge 2. Und aus diesem Grund wird er nicht beladen. Ja, super, oder? Das heißt, wir müssen hier mal noch eine Straßenänderung machen, die so aussieht. Und so, und so, und so. Und wir müssen... in der Hoffnung, dass das so geht, diese Verbindung wegmachen. So wie es aussieht, haben wir das gut hingekriegt gerade. Und dann die Bucht dahinter noch bauen. Kann nur auf einem Endstück gebaut werden. Das heißt, der muss dahin. Und schon sieht man, wie der LKW da gerade beladen worden ist und jetzt fahren kann. Hat gut geklappt, ne? Danke nochmal für die Info. Das war der Pumuckl, meine ich, der das geschrieben hatte, dem das aufgefallen war und mir natürlich nicht aufgefallen ist, ne? So, und da fahren die Bretter dann auch dahin, wo sie hin sollen. Weiß nicht, ob der das nur jetzt, der war wahrscheinlich nur der, ne? Und der andere war das gar nicht. So, und das heißt, wir gehen jetzt wieder hier zur Möbelbude und sehen gleich, aber vielleicht auch noch nicht, weil da fehlen ja die Farben. Aber die Bretter kommen ja dann schon mal an, ne? Einmal Schwung. Da kommt der LKW. Und wie wir sehen, entlädt er da noch nicht mal. Das heißt, da ist das gleiche Problem auch noch. Hier haben wir aber interessanterweise anders gebaut.
können das direkt machen. Cool. Du hast noch mal das Fahrziel Möbelwerk. Wunderbar. Bring da noch mal die Bretter hin. 14 sind da. So, jetzt ist die Frage noch, wo bleibt dann das Schiff? Hier ist noch Nutzholz. Ja, gehen wir besser über die Karte, geht schneller. Gehen wir mal dahin. Hier gibt es Verpackungsmittel und Steine. Und auf diesem Bahnhof. 221 Farben für die Möbelfabrik. Und wer bringt die darüber? Welcher LKW? Ah, der da. Warte mal, dann sind die ja schon wahrscheinlich hier auf einem Schiff. Nee, sind sie nicht. Das Schiff ist ja noch nicht da. Die sind da. Ja. Die beiden machen Schüttgut und er macht Paletten. 11 Paletten Farbe. Ah, okay. Das bedeutet, jetzt müssen hier Paletten Farbe auch ankommen. Er hatte bisher noch keine Ladung dafür wahrscheinlich. Ja, da sind jetzt die Farben auch. Gut, dann knapp vorbei ist auch daneben. Können wir das, glaube ich, erstmal alles zumachen. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir nur Connections noch finden, das Schiff. Proto-Zementwerk. Stück gut. Ach so, hier... Nee, warte mal. Motorschiff Steine, 11 Paletten warten da. Ah, hier, das ist der Stückgutfrachter. Der hat keine Paletten. Folgen wir dem mal und machen mal gerade Gas. Der kommt jetzt da hin und wird leider eine Leerfahrt gemacht. Hat gut geklappt, ne? Ja, machen wir gerade. Dann sehen wir auch, dass das funktioniert. Er fährt natürlich dann schon 36.000 Miese ein. Das ist nicht gut, aber ist halt so. Fährt ewig natürlich. Dann müssen wir gucken, dass der genug mitnimmt. Da kommt er und ist komplett mit Verpackungsmittel voll. Oh, so richtig gut geklappt. Keine einzige Palette Farben dabei. Na super. Ah, da sieht man schick die Container da alle drauf. Sehr schön gezeichnet. Ja, das war jetzt nicht so der Deal. Aber was willst du machen? Ich bin schon auf schnell, Schiffe fahren aber langsam, ne? So, ich will hoffen, dass in der nächsten Rutsche jetzt auch Farben dabei sind. Man kommt da an, kann nicht mehr lange dauern, da wird das schon flacher, das Meer. Dauert doch noch. So, jetzt aber. Und 362 Paletten Farben jetzt. Ein ganzes Schiff voller Farben.
Interessant, dass da eben nur Verpackung drauf war und dass 362 voll waren, ne? Fand ich schon krass, oder? So, welcher LKW ist jetzt dafür zuständig? Eigentlich der da, ne? Ah ne, der da. Den erwischen wir jetzt hier. Und den verfolgen wir jetzt gerade ein Stück. Das ist noch nicht richtig. Da ist richtig. Und dann klicken wir mal hier die Möbelbude an und sollten jetzt sehen, dass die produziert. 25 Farben schon angekommen und das erste Möbelstück läuft. Sehr gut. Gut, dann haben wir das doch tatsächlich auch noch auf den Weg gekriegt. So, und das geht dann zum Möbelhaus. Okay, das haben wir erledigt. Kann zu, kann zu, kann zu. Jetzt müssen wir nur gucken, dass da mal ein paar Möbel auf dem LKW kommen noch, der da hin und her fährt, oder? Machen wir nochmal schneller. Flothäuser, irgendwo ist da was voll, okay. Da kommt ein LKW. Das ist aber ein Holz-LKW, oder? Der fährt auch wieder leer weg, passt. Der fährt auch leer weg. Wann kommt jetzt das Stück gut? Da. Der fährt auch leer weg. War auch nicht. Aha. Passt das? Der bringt auch Holz, oder? Warte, der... Geräte und Haushaltstechnik kriegt das. Und Möbel sind auf Paletten. Und Paletten sind auch auf Farben. Alle Farben sind auch auf Paletten. Warum wird das nicht wieder mitgenommen? Habe ich was verpasst? Es gibt eine Linie, es werden aber keine Möbel transportiert. Das ist wieder mal so richtig cool, oder? 25 Paletten. Wo gehen die Möbel hin? Nirgendwo. Es gibt keine Lieferkette. Ja, das ist ja wieder cool, oder? Das Möbelgeschäft fehlt. Wir haben zwar eine Möbelfabrik, aber kein Möbelgeschäft. Geräte und Haushaltswaren. Aber die verkaufen doch auch Möbel. Und kriegen das auch aus der Bude da. Sie sind aber keine auf dem Weg. Okay, das bedeutet, wir müssen schauen. Warte mal, was wird denn noch angelegt? Große Geräte. Auf Palette, auf Palette. Und dann ist die Frage, warum der Weg nicht dahin geht. Gut, aber ich sehe schon, die Folge ist auch schon wieder mit 18 Minuten relativ lang. Da kümmern wir uns dann drum, dass von der Möbelfabrik zum Haushaltsgerätewarengeschäft hier, wo auch Möbel verkauft werden, die Möbel in der nächsten Folge dann hinkommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne auch Kommentare schreiben. Das macht der Pumuckl ja zum Beispiel und weiß ich wer noch, der Michael Friedrich auch. Und das finde ich super und es wäre schön, wenn er dann auch andere das noch tun und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Ich bedanke mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.